Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und heute eine Frage von, ich sehe das hier jetzt leider nicht, muss ich mich entschuldigen, doch, Hermann. Und Hermann hat auch eine gute Frage, Pumpe im Teich. Hallo Herr Kammer, ich habe gerade Ihren Blog 2674 angeschaut, bei dem es darum geht, die Pumpe im Wasser zu installieren. Das war der Blog mit Michael Rupp, wo Michael einfach mal gezeigt hat, was sind die Vorteile in Sachen Kühlung, was Lärm angeht etc. pp., warum es eigentlich fast besser ist, Pumpen im Wasser anstatt trocken aufzustellen. Meine Frage dazu, vielleicht auch an Frau Lechleiter, haben Kois keine Ohren bzw. können sie Töne, Lärm überhaupt hören? Ja, das können die und das können die sogar exzellent. Wenn ja, ist es da nicht schädlich für unsere Lieblinge, wenn sie den ganzen Tag mit dem Lärm einer Pumpe leben müssen? Ich habe in meinem Teich zwei Pumpen und habe mir schon immer Sorgen gemacht, meinen Fischen zu viel zuzumuten. Da sie aber jetzt auch die Pumpen in einen Behälter legen, scheint meine Sorge unbegründet zu sein. Danke für die tollen Blogs, ich habe sie mir alle angeschaut und viel gelernt. Herzliche Grüße, Hermann. Ja, Hermann, Lärm im Wasser ist sicherlich ein Thema, aber das ist wie Lärm an der Autobahn. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass sich die Koi zumindest in dem Umfang, wie wir ihnen Lärm zumuten, ganz schnell daran gewöhnen. Und jeder, der schon mal in seinen Teich getaucht ist, der wird eins feststellen, es ist nicht unbedingt der Lärm der Pumpe, der vordergründig ist, sondern da gibt es eine ganz andere Lärmquelle. Ich weiß nicht, ob Sie es auf dem Video sehen, wahrscheinlich nicht. Die Ausströmer. Wissen Sie was, die Luft, die aufsteigende Luft, was das für ein trommelndes Geräusch unter Wasser macht? Also unter Wasser ist es alles andere als still. Und von daher denke ich, dass die Pumpe, wenn sie nicht gerade jetzt ein, sagen wir, eine Innenhälterung, einem Teich kann das ja nicht passieren, wenn jetzt an der Innenhälterung die Pumpe direkt, so wie bei unserem PE-Becken, direkt nebendran stehen würde und dagegen schlagen, dass es so ein vibrierendes, so ein trommelndes Geräusch gibt, das würde ich meinen Koi nicht zumuten. Aber ich denke, alles andere, was durch die Wasserbewegung entsteht oder auch ein leichtes Summen der Pumpe, denke ich oder zeigt mir die Erfahrung, dass es für die Koi überhaupt kein Problem ist. Man muss immer wieder, wenn man sich die Fragen stellt, ist es schlimm für die Koi, ist es nicht schlimm, also wenn es sie wirklich stören würde, wenn es ein wirklicher Stressfaktor für die Fische wäre, dann wären die in dem Koi in dem Teich schreckhaft, dann würden sie nicht an die Hand kommen, dann wären sie nicht zahm. Aber in dem Moment, wo die Koi, so wie auch hier, völlig relaxed sind, wo sie wachsen, wo sie gedeihen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ihre Fische oder dass die Fische in ihrem Teich zum Beispiel ein relativ stressfreies Leben führen, das stellen sie fest, wenn die Koi wachsen, wenn sie Volumen aufbauen. Ich kann Ihnen sagen, aus der Erfahrung, dass ich noch nie einen Teich gelebt habe, einen stressigen Teich, Teiche, wo jetzt zum Beispiel extrem viel, keine Ahnung, wo extrem an der Straße liegt, wo Straßenlärm oder sonst irgendwas ist, wo dann die Koi tatsächlich hervorragend wachsen und auch das entsprechend gewünschte Körpervolumen aufbauen. Also das, um das zu erreichen, braucht es auch wirklich eine stressfreie Umgebung und wenn die gegeben ist, dann funktioniert das auch. Und von daher gehe ich ganz stark davon aus, dass die ganze Schallgeschichte, wenn sie nicht übertrieben ist, was von Pumpen, die im Wasser aufgestellt werden, was von Belüftern ausgeht, dass das für unsere Koi absolut überhaupt kein Problem ist. Und wenn ich hier in Japan sehe, wie die zum Teil ihre Becken belüften mit so riesen Belüfterringen, wo was weiß ich, wie viele hunderte Liter Luft pro Stunde, pro Minute durchgedrückt werden, das ist der absolute Wahnsinn. Da wird es unter Wasser mal richtig, richtig laut sein und da stört es die Koi auch nicht. Die Bohne. Und ich muss auch insgesamt sagen, wir haben es diesbezüglich bei Koi, bei Karpfen auch mit einem relativ entspannten Fisch zu tun. So, trotzdem vielen Dank für die Frage. Mach's gut und wenn du mal wieder was wissen möchtest, Hermann, einfach schreiben. Danke. Ciao.